Weihnachten ist nicht mehr weit entfernt und vielleicht bist du, lieber Zuschauer, noch auf der Suche nach einer kleinen Inspiration, was man so Schönes vielleicht zu Weihnachten basteln könnte oder verschenken könnte, dann bist du in diesem Video genau richtig. Ich zeig dir, wie du aus einem einfachen Geldschein so eine süße Weihnachtssocke basteln kannst. So wird das Ganze auch am Ende aussehen. Und wie das Ganze genau gebastelt wird, zeige ich dir in diesem Video wie immer Schritt für Schritt. Was wir dafür benötigen. Ein Geldschein. Falte die linke Seite zur rechten Seite hinüber. Achte darauf, dass du gerade faltest. Falte das Ganze wieder auf. Falte im nächsten Schritt die untere Kante zur gegenüberliegenden Seite. Falte das Ganze wieder auf. Klappe nun den Geldschein zu, indem du von links nach rechts faltest. Falte nun den kleinen blauen Streifen minimal nach unten um. Wende den Geldschein Falte nun die rechte Ecke sowie die linke Ecke quer zur Mittellinie, sodass die Kante die Faltlinie trifft. Nun sollte die Seite mit der Knickfaltung zu dir schauen. Falte das Ganze wieder auf. Verwende nun die Knickfaltungen und falte alles drumherum runter. Falte nun die Mittellinie nach innen um. Sodass die Mittelfaltungen zu dir kommen. Falte das dann seitlich hin. Wiederhole es auch unten. Falte das, was in der Mitte ist, nach oben um. Falte zum Schluss die angezeigten Ecken minimal um.
damit du diese anschließend nach innen umfalten kannst. Wir haben es geschafft. Fertig ist der einfache Socke aus Geld.